Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Tomb Raider. Ja, die Definitive Edition und wir müssen da oben rauf. Oh, fragt mich bitte nicht, wie ich das schaffen will. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, das sieht mir ja nach fetter Kletter-Action aus. Also dann, machen wir das Ganze doch. So, schön vorsichtig. Man will ja nicht abstürzen, ne? So, schön. Alles ganz toll. Aber ich habe immer mehr und mehr Schiss hier, irgendwie was falsch zu machen. Weil man hat es wahrscheinlich schon gemerkt, meine Todesrate ist zwar hier gesunken im Vergleich zum, oh, oh, oh mein Gott, zum Xbox 360 Teil. Ich meine, klar, irgendwo kennt man das Spiel ja noch. Aber trotzdem, man will ja nicht ganz so wie ein Vollnoob dastehen. Was? Nee, ich will kein geheimes Grab. Ich wäre ganz gerne da oben rauf gegangen. Ich mag die geheimen Gräber nicht. So. Toll. Wie soll ich denn jetzt bitte da oben raufkommen? Okay, meinetwegen. Scheiße. Das war klar. Das war so logisch. Ich meine, ihr habt es alle gesehen. Ich hab's gesehen. Es war so klar. Einmal falsch abgebogen und dann war's das. So, hier kann ich schon mal nicht klettern. Ganz toll. Was? Mist. Wie soll ich jetzt darüber kommen? So? Nee, das hat keinen Sinn. Oh mein Gott. Eine sehr interessante Frage, wie ich da hochkommen soll. Wie habe ich das denn damals gemacht, Mann? So. Nee. So schon mal nicht. Toll. Ganz toll, wie ich hier wieder rumschlawenzel und ich habe keine Ahnung. Von gar nichts. Toll, eine Patrone. Die nützt mir auch was. Echt super. Soll ich darauf? Ha. Nee, ich glaube eher nicht. Ich glaube schon, ich muss hier rauf. Ja, der gibt ja sonst auch irgendwo keinen Sinn. So, und ich sollte aufhören, so hier zu springen, ne? Das wäre sehr unklug. Was? Was zur Hölle? Ja, gut. Und das hatte ich gerade auch schon. Bin noch nicht doof. Ja, ich kenne die Überlebensinstinkte schon. Also mittlerweile. Okay. Warum habe ich das gerade nicht so gesehen? Manchmal, ne, dann ist das so. Toll. Hervorragend. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, Lara, und ich bin sehr stolz auf mich. Also, als Spieler bin ich over the top, also Pro-Gamer von dem Herrn. Ist doch so. Mann, Sarkasmus. Oh mein Gott, ich wäre fast wieder abgekackt. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch nicht, Mann. Nein, scheiß auf das Grab. So, jetzt gehe ich außen rum. Kein Bock mehr. Keine Lust mehr. Nee, wenn ich da runter gehe, ne? Wenn ich da runter gehe, bin ich wieder am Anfang. Ich gehe jetzt darauf. Ich habe keine Lust mehr. So, sehr schön.
Ich weiß, ich muss nach rechts. Ich komme aber rechts irgendwie nicht weiter. Gott weiß warum. Fragt mich auch keiner warum und ich wette, ich werde da jetzt abstürzen. Ganz, ganz billig. Nein, doch nicht. Manchmal habe ich Glück. Aber auch nur manchmal. So, Lara. Guck mal, diesmal habe ich dich leben lassen. Bin ich nicht nett? Ich bin sehr nett, oder? Sie mag mich. Toll. Ich habe alles voll, ich brauche hier irgendwie gar nichts. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Ah ja. Hat wohl von Himiko gesprochen, oder? So. Ich, möchte ganz gerne... Hopp. Hier lang. Ja, sieht sehr einleuchtend aus. Auch wenn das Teil hier morsch ist, wie sonst was. Passt schon. So, sehr, sehr gut. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ich habe keine Ahnung. Es scheint mir aber so. Lieber schon mal die Waffe zücken. Ich muss noch immer umgekehrt. Hier komme ich nicht lang. Oh, oh. Oh Gott. Das war knapp. Was ist das hier? Na, ein bisschen Feuer kann ja nicht schaden. Erleuchtung. Was? Oh, scheiße. Scheiße, Mann. Wo kommen die denn jetzt her? Die habe ich ja jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ey, ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, dass die hier sind. Lol. Ist hier noch wer? Ich habe Angst. Ey, ich glaube Takt. Wo kamen die denn jetzt her? Ist da unten einer? Nö. Lol. Okay. Macht es nochmal, ihr Arschgeigen, echt. Ich glaube, es hackt. Was war das denn? So kann man mich erschrecken. So kann man mir echt Angst einflößen. Ein geheimes Grab. Ja, möchte ich das machen? Ja, komm, ich mach mal. Ich versuche es zumindest. Ich versuche es. Es kann natürlich jetzt auch wieder mal alles schief laufen, aber nun gut. Einfach mal probieren. Im Xbox 360 Teil habe ich es ja gar nicht gemacht. Darum probiere ich es mal. Es kann ja nicht allzu schlimm werden. Also hier sind Rätsel, oder? So, erstmal ein paar Sachen farmen. Gut, der Kollege hat das, glaube ich, ein bisschen versemmelt. Dass das Teil hier auch nicht ausgeht, ne? Nein, da ist nix. Ist hier irgendwas? Schon, ne? Was zur Hölle, wo bin ich denn hier? Halle des Aufstiegs, was? Hier war ich noch nie, Leute. Hier war ich noch nie. Halle des Aufstiegs, ich habe keine Ahnung. Na.
Okay, Recruit-Bogen, Waffen modifizieren. Alles klar, ich habe einen neuen Bogen. Gut, sehr schön. Gefällt mir. Aber ich wollte ganz gerne mal mein Gewehr schauen. Nein, nein. Kann ich alles nichts machen? Okay. Kein Thema, aber dass ich einen neuen Bogen habe, gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Denn mit dem alten war das doch alles ein bisschen schwer. Muss ich hier lang? Ja, das kann gut möglich sein, Lara, dass das hier alles zu Yamatai gehörte, aber was kann ich hier machen? Kannst du mir das sagen? Was zur Hölle? Okay. Ich denke mir einfach mal. So, und jetzt müsste ich da eigentlich irgendwie raufkommen, oder? Nee, ja, so schon mal nicht. Das kann ich wohl vergessen. So vielleicht? Nee. Okay. Höchstwahrscheinlich wird das hier dann. Okay. Das leuchtet mir ein. Es wird aber auch gleich wieder aufgehen, deswegen sollte ich mich beeilen. Verdammt. So ein Mist. Oh, okay. Und jetzt? Ah ja. Interessant. Ja, interessant. Jetzt bin ich hier drauf. Und jetzt? Das ergibt keinen Sinn. Ja, dessen bin ich mir ja bewusst, Laralein. Dessen bin ich mir bewusst, ja, klar. Oh, oh, ne. Aber so nicht. So schon mal gar nicht. So, zuerst der hier. So, zuerst der. Und danach der hier. So, das ergibt wenigstens Sinn. Komm. Na Mist, ey, jetzt ist das Teil hier schon wieder. Geh hoch. So, und jetzt bleibe ich hier einfach stehen. Weil, wenn die Heckplatten da vorne alle aufgehen, dann müsste ich jetzt nach oben gezogen werden, nicht wahr? Ja, das Timing muss stimmen. Okay. Aber wenn ich das jetzt wieder tue, dann sind die ja wieder oben. Was für ein Scheiß. Was für ein Müll. Da kann ich doch gar nichts machen. So. Klar. Das war logisch. Interessant, interessant, interessant. Wie soll ich denn das richtige Timing herausfinden, bitte? Da. Da. Das kann ich ja so vergessen. Nee. Okay, ich versuche mal jetzt bis 3 zu zählen. Okay, 1, 2 und 3. Damn it. Damn it. Damn it, damn it, damn it. Ich weiß jetzt nicht, ob das geklappt hat. So, jetzt. Jetzt zum Beispiel. So, gut. Ja. Ich dachte, das Timing hat gepasst. Verdammt, Lara. 1, 2, 3. So, da fliegt er mir aber weg. Das ist doch scheiße.
Das Timing kann so nicht stimmen. Da ist irgendwie ein Trick. Da gibt es irgendwie einen Trick, den ich nicht sehe. Kann das sein? Oh Gott. Fakt ist, ich muss zuerst das Ding hoch machen. Das müsste ich zuerst machen, ne? So. Okay, das habe ich ja kapiert. So, jetzt hier nochmal. Das muss zugemacht werden, ne? Sehr schön, das muss zugemacht werden. Okay. Okay, und jetzt sollte ich den hier aktivieren. Komm, mach. Mach, Mädchen. So, komm hoch. Komm hoch. Come on. Sehr gut. Jetzt müsste es eigentlich... Ne, jetzt geht schon wieder zu tief runter. Kann das sein? Ja, es ist schon wieder zu tief runter. Es ist schon wieder zu tief runter. Wahrscheinlich beim zweiten. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Verdammt. Okay, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Er ist genau da abgekackt, als er abgehoben hat. Das ist natürlich scheiße. Er ist genau da abgedriftet, als Lara darauf wollte. Ja, dessen bin ich mir ja bewusst. So. Höchstwahrscheinlich erstmal die. So, okay. Eins, zwei, drei, vier. Okay, komm. Eins, zwei, drei. So, jetzt nochmal zurücklaufen. Nochmal zurücklaufen, Lara, ohne daran hängen zu bleiben. Da, ich wusste es. Ich hab's geahnt, ich hab's gerochen. Komm. Mist, Mann, Mist. Das gibt's doch gar nicht. Das wäre jetzt unmöglich. Das war also das falsche Timing. Aber ein anderes hat man gar nicht. So. Eins, zwei, drei. Komm, mach. So, sehr gut. Das könnte jetzt klappen. Jetzt muss es schnell gehen. So, sehr gut. So, jetzt komm, zieh, zieh, Junge. Los, los. Sehr gut. Ach nee, komm. Ist das dein Ernst? Ist das jetzt dein scheiß Ernst, Lara? Oh Gott. Es war eigentlich ganz gut. Aber dann wiederum doch nicht. Mist. Das hat nicht sollen sein. Wie mache ich das? Wann tue ich den hier am besten hoch? Eins, zwei, drei. Höchstwahrscheinlich, wenn der erste aufgeht, ne? So, wenn der erste aufgeht, dann fange ich schon an. Weil jetzt bricht der zweite rauf. Komm schon, jetzt geh hoch. So. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Ja, sehr gut. Na, manchmal, dann braucht man ein bisschen was länger. Aber dann funktioniert die Geschichte auch. Tja, haben wir so mal ein optionales Grab auch mal gemacht. Bin ja meistens zu faul dafür. So, sehr gut. Scheint so. Können wir Dings machen? Nee, ne? Ich wollte gerade mal so eine Fackel nehmen. Irgendwie. Na, schauen wir mal. Was haben wir denn dafür bekommen?
Grab durchsucht, Halle des Aufstiegs gemeistert. Oh, für die Handfeuerwaffe habe ich was gefunden, okay. Alles klar. Naja, gut, aber es hat jetzt, ich sag mal, gut, vielleicht jetzt ein bisschen die Level an sich so jetzt hier vereinfacht, aber an sich hat es jetzt keinen direkten Einfluss auf den Spielablauf, weil ich bekomme ja so ein, zwei Sachen auch mit in der Hauptstory und ja, es war jetzt so ziemlich eigentlich unnötig, weil die Arbeit hat sich dafür nicht rendiert. So, das heißt aber, dass ich hier wieder anders lang muss, ne? Ich schaue mir jetzt erstmal das Upgrade an. So, Überlebensupgrade, Munitionskapazität, Gewichtheber. So, die maximale Munitionsmenge kann ich noch nicht machen. Okay, dann halt das Überleben. Verbessertes Bergen. Ja, nehme ich das doch. Sehr gut. Und dann die Ausrüstung. So, hier ist der Bogen. Hier könnte ich jetzt ein Upgrade durchführen, ne? Gepolsterter Schaft. Gibt mir ein bisschen Stabilisierung für die Waffe. Das ist sehr, sehr gut. Weil dann kann ich damit schon mal besser zielen. Ich glaube, das ist auch vonnöten. So, aber wie gesagt, gebracht hat mir das jetzt so ziemlich gar nichts. Gut, wir haben jetzt ein optionales Grab gesehen, aber ich meine so von der Story her. Ja, stimmt, das brauche ich ja gar nicht mehr da. So, jetzt muss ich hier nochmal schauen, dass ich hier rauskomme. Aus diesem ganzen Leichenhaufen. Okay. Sprich, wo muss ich jetzt lang? Aber ist schon interessant. Klar, wenn man jetzt alle Gräber machen würde, da würde man sich schön... da würde man sich schon so ein bisschen was aneignen, was einem später wahrscheinlich alles so ein bisschen mehr erleichtert, aber... Ich finde, man kommt auch so ganz gut durchs Spiel. So. Die Frage ist, wo muss ich jetzt noch weiterhin lang? Da hinten hin, ne? Nach wie vor. Na gut, meine lieben, lieben Freunde, wie das Ganze dann so hier weitergehen wird, das sehen wir in einem neuen spannenden Part von Let's Play Tomb Raider, die Definitive Edition. Bis dann und ciao, euer Let's Play E-Gamer.